Ein wunderschönes, herzliches Willkommen zu dieser neuen Nerd News Nummer 64. Let's go! Und wie schon gerade gesagt, Nerd News Nummer 64, da können wir natürlich eins nicht auslassen, und zwar eine News über das Nintendo 64, meine absoluten Lieblingskonsole, aber das nur nebenbei erwähnt. Shigeru Miyamoto, der Erfinder von Mario und Zelda, hat sich nun nochmal geäußert und ist ja momentan sowieso auf Tour wegen Super Mario Run und der Nintendo Switch. In einem Interview hat er gesagt, dass er die Idee für ein Spiel, was heutzutage sehr groß ist, schon zu N64-Zeiten hatten. Und zwar geht es um nichts Geringeres als Minecraft. In dieser Zeit gab es sehr viele Prototypen für dieses Spiel, was sehr, sehr ähnlich ist wie Minecraft. Und er hat sich auch dazu geäußert, dass Minecraft nicht so erfolgreich in Japan ist wie zum Beispiel im Westen, weil man wohl die Steuerung nicht für kindertauglich genug hält. Er hat aber gelobt, dass man heutzutage dieses Spiel so gut in die Regale gebracht hat, beziehungsweise auf Steam, dass es so gut funktioniert. Das findet er echt erstaunlich und gibt da die größten Respektfreuden an Mojang bzw. ja jetzt Microsoft. Wo wir gerade bei Nintendo sind und der Reise von Shigeru Miyamoto wegen Super Mario Run. Es gibt Neuigkeiten zu dem Spiel, was ja jetzt am 15. Dezember erscheinen soll. Und die sind leider nicht nur gut. Denn Super Mario Run soll tatsächlich bis zu 75 MB Datenverbrauch die Stunde haben, was bei einer kleinen Flatrate à la 250 bei 300 MB ganz schön krass sein kann. Worum es bei diesen Daten geht, sagt Nintendo nicht im Speziellen. Aber ich könnte davon ausgehen, dass man hier viele Daten sammelt, wo wird das Spiel gespielt, wie lange wird es gespielt und so weiter. Das sind reine Statistiken, die diese 9,99 €, die man ja für die Vollversion des Spiels zahlt, längst wieder ausgleichen. Ich gucke mal, wie viele Beschwerden sich in nächster Zeit häufen werden und ich hoffe, dass man dieses Spiel dann auch noch mit einer Edge-Verbindung spielen kann, falls man kein Datenvolumen mehr hat. Die zweite Sache zu Super Mario Run. Mittlerweile gibt es das auch auf Android. Ja, richtig gehört. Aber das ist natürlich nicht das originale Super Mario Run. Betrüger machen es sich zum Vorteil, dass man seine Apps, die Malware und Spyware enthalten, jetzt einfach Super Mario Run nennt. Und davon gibt es mittlerweile über 6000 auf dem Android-Market. Daran schuld ist natürlich auch das spätere Erscheinen auf einem Android-Handy. Mal sehen, wie sich das noch entwickeln wird. Nach Nintendo und Mojang kommen wir doch mal zu einem anderen großen Spieleentwickler, und zwar Crytek. Wer es mitbekommen hat, vor gut anderthalb Jahren war Crytek ganz schön in der Bredouille, weil man seinen Leuten nicht mehr das Gehalt zahlen konnte, weil man fast pleite war. Das wurde nochmal gerettet und es hieß, man ist jetzt wieder im Aufwind. Leider wohl doch nicht. Viele Mitarbeiter aus Bulgarien beschweren sich jetzt, dass sie seit 3,5 Monaten kein Gehalt mehr bekommen haben. Und sogar einige aus Deutschland aus der Zentrale beschweren sich, dass man seit 6 Monaten kein Gehalt mehr gesehen hat. Kleiner Hinweis von mir. Leute, auch die jüngeren Zuschauer hier auf diesem Kanal, lasst euch nicht verarschen. Wenn ihr sowas merkt mit eurem Arbeitgeber, irgendwann in der Zukunft oder vielleicht auch jetzt, sucht euch einen neuen Job. Es kann nicht sein, dass das Gehalt später ausgezahlt wird. Muss die Verbindung kappen. Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beziehungen sind nicht eine einseitige Sache, dass ihr für den Arbeitgeber arbeitet und dem unterwürfig seid, sondern es ist eine gegenseitige Beziehung und die sollte von allen Seiten beachtet werden. Also für die Zukunft nicht darauf warten, wenn das Gehalt zu spät kommt. Ein Monat. Mag sein. Aber den 2. Monat hintereinander, da würde ich persönlich schon stutzig werden und würde mich nach was anderem umsehen. Die letzte Rettung soll wohl ein großer Bankenkredit sein oder vielleicht sogar die Übernahme eines großen Publishers. Wer das sein könnte, steht noch nicht fest, aber ich würde mal fast davon ausgehen, wenn, dann wird es wahrscheinlich EA sein, die Crytek dann endgültig aufkaufen, um dann weiterhin die Spiele zu finanzieren. Man hat mich Prophet genannt. Vergessen Sie mich nicht. Und wir gehen nochmal zurück zu Nintendo, und zwar der Nintendo Switch, und auch dieses Mal gibt es natürlich wieder aktuelle News. In der letzten Vorstellung von Reggie bei Jimmy Fallon in der Abendshow
hat man die Nintendo Switch ja nochmal von neuen Seiten in betriebsbereiter Form gesehen. Eine Kleinigkeit ist allerdings noch aufgefallen, hinten auf der Nintendo Switch war ein CE-Zeichen draufgedruckt, was heißen könnte, dass diese Konsole bereits ein finales Modell war und schon abgenommen wurde durch die Europäische Kommission, denn das CE-Zeichen ist ein europäisches Siegel. Was das allerdings noch bedeuten könnte, ist, dass die Nintendo Switch eventuell sogar bei uns als erstes erscheint und dass man für diesen Markt bereits alles vorbereitet, sonst hätte Reggie ja sicherlich ein US-amerikanisches Modell mitgenommen. Vielleicht ist es aber auch ganz weit hergeholt, sie erscheint doch in den USA früher und dann in Europa, aber sie ist vielleicht region-free. Das wäre ein großer Hinweis darauf, dass wir endlich Nintendo-Spiele überall auf der Welt genießen können. Zum Abschluss bleiben wir noch bei der Nintendo Switch. Jetzt, wo Zelda offiziell vorgestellt wurde, habe ich ja letzte News schon gesagt, dass jetzt die Hersteller anscheinend langsam aber sicher mit ihren Spieleerscheinungen rausrücken. Und so gibt es jetzt wieder einen neuen Teaser von einem neuen Spiel, der noch nicht so viel verrät. Das Spiel nennt sich Sacred Hero und wird 2018 für die Nintendo Switch und den PC erscheinen. Das waren die aktuellen Nerd News. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da oder ein paar Kommentare. Ich werde sie versuchen, fast alle zu beantworten, je nachdem, wie viele es werden. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Mittag oder Abend. Bis zur nächsten News. Ciao!